Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Star Wars Jedi Fallen Order. Herzlich willkommen, freut mich, dass ihr wieder zuschaut. Ich hoffe, es gefällt euch noch, das Projekt. Und schaut fleißig zu, lasst eine Bewertung da. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann lasst ein Abo da, Like, Glocke. Alles, was ihr wollt, könnt ihr da lassen. Würde mich freuen. So, wir schalten jetzt so den Magneten ein. In der letzten Folge habe ich nicht gewusst, wie, was, wann. Jetzt habe ich mir das ein bisschen angeschaut. Und das ist eigentlich eh einfach. Ne? So, wir nehmen uns da so eine Kugel. Da drüben ist das Wasser, da ist kein Wasser. Oh, shit, das ist schief gegangen. Und werfen es da rein. Genau, dann haben wir es nämlich drüben. Es, mein Problem war, dass ich es nicht umkrieg da auf diese Seite. Na warte, ich nehme es mal, nicht dass es runterfällt und dann, wenn es ins Wasser fällt, ist es ja kaputt. Ne, so, jetzt muss ich jetzt nur noch den Scheiß da treffen. Gehen wir ganz knapp her. Ja, hahaha. Und jetzt knallt das auch wieder. Zack. Und jetzt haben wir die Kugel. Genau so haben wir das vorgestellt. Super. Na. Passt. Achso, das können wir aber jetzt auch entfernen. Braucht keiner mehr die Rolle. So. Erledigt der Fall. Du hast leider auch Wasser. Komplett, ja. Da weiß ich auch noch nicht, wie ich das am besten bekomme. Woher ich hier eine Laterne bekomme. Aber irgendwie wird es sicher gehen. So, her mit der Kugel. So, das Rätsel hat mir jetzt in ein paar Folgen beschäftigt. Na super. Na komm her. Ja. Komm her zu mir. So. Die Halterung. Super. Heben den Turm. Hier ist es. An Ziel erreicht. Endlich habe ich ein vollständig intaktes Abbild dieses heiligen Sepho-Artefakts gefunden. Mein Freund, sieh her. Das ist Miktull am Gewölbe auf Bogano. Du siehst ein Objekt in seiner Hand. Nach diesem Bild glaube ich, dass ein Machtnutzer mit dem Objekt die Geheimnisse des Gewölbes wahrnehmen kann. Es ist Schlüssel und Wegweiser. Das Sepho Astrium. Aber wer würde Bilder davon zerstören und wieso? Ich muss weiterforschen. Damit ist unser nächster Schritt klar. Ein Astrium finden. Falls noch eines existiert. Na super. Ein Astrium. Schon mal gehört? Ich auch nicht. Aber ein Schlüssel. Der Bidi. Ja, das verstehe ich. Jetzt wissen wir, was wir finden müssen.
Der BD erinnert mich an Nummer 5 lebt. Anderen, was wird das nicht kosten? Na super, das wollte ich mir nicht ein. Wo sind wir denn jetzt da? Alles ist miteinander. Okay, ich wollte noch die Kisten sammeln. Okay, dann füllen wir uns wieder auf. Ah, ich habe ja 2 Punkte. Gut, tun wir mal ausruhen. Fähigkeiten. Was da bei 3 Punkte? Oh ja, das ist geil. Die Machtanzeige mit einem komplett aufgefüllt mit an. Okay, okay. Oh ja. Das wollte ich, glaube ich. Kerls maximale Macht erhöht sich. Ja, Macht ist wichtig. Das brauchen wir. Na, das machen wir. Maximale Macht erhöht. Sehr schön. Verlassen. Mal irgendwas übersehen. Genau. Ich hab mir's gedacht. Gut. Ja, und los geht's. Da war wirklich was drin. Poncho, was haben wir denn gekriegt? Den da. Na, das gefällt mir nicht. Den lassen wir. Das passt. Ich hätte gerne mal eine andere Schwertfarbe. Also vom Lichtschwert die Farbe. Sehr gut, Padawan. Der Weg ist frei. Wovon redest du? Okay. Verdruckt. Ich brauchte dieses Grab. Ich hab, was ich wollte. Und du bist nutzlos für mich. Kannst du es rückgängig machen? Danke. Hoffentlich hält die neue Verschlüsselung sie draußen. Achso. Freier Fall. Muss ich ja herholen, meinen, oder? Falsch. Das würde. Kann ich das unterm Laufen? Na, so, ja. Okay. Na, kann ich das unterm Laufen herziehen? Okay, probieren wir es noch einmal. Falsche Taste. Okay. Ja, und auslassen. So, okay. Nicht erwischt. Länger halten. Und auslassen. Warum? Wieso lässt er aus? Ich verstehe nicht. Jetzt. Achso, ich darf nicht. Ich hab L2 gehalten. Gut, und jetzt? Ist der Wischi ja nicht. Und hernehmen du das auch nicht. Alter! Puh, das ist aber mühsam. So.
Ah, da kann ich, habe eine Werkbank. Da haben wir Werkbank. Super. Such Droidensteuereinheit. Jetzt schon. Wie ist das, andere Droiden zu hacken? Ja, ich fände es auch komisch, andere Leute zu hacken. Für die gute Sache, richtig? Weiß ich gar nicht, wie das geht, andere Droiden hacken. Was soll das jetzt? Ach so, das kriege ich jetzt. Hacken. Suchdroide kann jetzt hacken, okay? Gut. Denkst du, es läuft, bitte? Gut. Ah, wenn ich es zu mir herziehe, oben drücken. Ja, wenn man das merkt. Nichts dazu gekriegt. Sollten die Mantis anfunken. Triller weiß wahrscheinlich, wo sie ist. Funktioniert der Funk? Ich höre sie nicht. Etwas stimmt nicht. Wir müssen zurück. Nee, wir hätten doch gerne noch weiter gesammelt. Niemand hier. Glaubst du, das ist eine Falle? Mhm, sicher Falle. Wir sind schon in viele davon reingelaufen. Moment. Hast du das? Abkürzung freigeschaltet. Genau. Das ist gut. Das ist gut. Ich hör was. Da ist sicher irgendwas. Würde ich auch sagen. Pass auf, wo ihr hinfeuert. Ah, Aufzug. Wollte eigentlich gar nicht, wollte noch umschauen. Servus. Na, kriegt es gar nichts mit, hä? Hä? Was war das? Hier sind die Nächsten! Hoppala. Ist er erledigt. So. Na, das Spiel macht echt Bock. Falls ihr euch fragt, soll man es kaufen? Kauft euch das Spiel. Ob es euch jetzt kauft oder später, wenn es billiger ist, kauft es euch einfach. Oh, so brauche ich nicht. Hab noch genug, hab fast nichts verloren. Und jetzt überhaupt, wenn man immer stärker wird, macht es überhaupt noch mehr Spaß. Aha, das ist jetzt das, oder? Das ist jetzt eine gute Frage. Wohin? Pistonarisch.
Das haben wir schon alles abgelaufen da, oder was? Aber da gibt's ja noch Sachen. Ah, da muss ich her zum Schiff. Da unten habe ich auch noch was. Wahnsinn. Wo bin ich denn überhaupt? Ich sehe mich nicht. Gehen wir weg, gehen wir nochmal her. So, da bin ich. Nein, ich gehe wieder zurück. Da war irgendeine Plattform. Achso, das ist jetzt bergauf. Da bin ich dann da oben. Ups, fliegt mir gleich am Schädel. Na super Scheiße. Ah, da bin ich gekommen, Moment. Das schauen wir aber nochmal an. So. Kann ich da mal anhalten? Ja. Schauen wir mal, wo ich da hinkomme. Ah, Kiesdabel. Super. Sehr schön. Willst du mal reinsehen? So, schau, dass du das Chat kriegst, Speedy. Oh, du hast was gefunden. Lichtschwertmaterial. Super. Okay, dann bin ich wieder da. Dann gehen wir da zurück raus. Vielleicht ist eh nichts. Aber da haben wir so eine freie Fläche gehabt. So, das ist wieder Aufzug, ne? Was willst denn du? BD, meinst du, du kannst das hier aufladen? Na, das lassen wir offen. Gut, komm. Komm, BD. So, wir sind jetzt da oben. Da. Achso, das ist ja der Raum, wo ich weggerannt bin. Ne? Das war ja die Glocke. Da drüben. Boah. Achso, mit dem Aufzug komme ich runter. Ja, aber irgendwo war ja danke so für die Hilfe. Freie Fläche. Wo war denn der jetzt? Da bin ich gekommen. Genau, ah, da drüben, Moment. Da wollte ich eigentlich. Ja, aber da bin ich da nicht gekommen und gelandet. Hey, BD, gehen wir. Ja, eben. Das wollte ich eigentlich mir anschauen, aber das, da ist ja nichts. Okay. Gut, meine lieben Freunde. Wir werden da jetzt einen Cut machen. So.
Ich kann eigentlich nur den. Ah, na. Ah! Okay. Okay, also da kann ich aber nicht weiter. Also warum sollte ich da oben gehen? Warum? Was gibt's denn da? Warum kann ich da? Das muss ich wahrscheinlich von der anderen Seite. Ah! Ah, da ist ja wieder die freie Fläche. Genau, aber da weiß ich wieder nicht, wie ich da aufkomme. Das ist die Frage immer. Das ist da herüben, da drüben. Ich muss nur wissen, wie ich zu meinem Schiff zurückkomme. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Schätzermativ. Ah, den könnte ich noch in die Goschen haben. Wer da? Ich sehe dich, Jedi. Tschüss. Das ist so genial. Ja, den kann ich, das kann ich. Ah, da drüben ist die Konsole, ja. Ich weiß nicht, wie ich da umgehe. Ah, Moment! Na komm, yeah! Schauen wir mal. Das wäre natürlich super, wenn ich da drüben das noch hinüber schaffen würde. Okay, da rutschen wir oben. Wo rutschen wir da hin? Was? Nein, da habe ich es gesehen. Wo ist das Seil? Da ist das Seil. Her mein Seil. Genau. Juhu! So! Jetzt werden wir das einmal gleich mal hacken. Genau wie die. Der Durchgang ist gehackt. Jetzt schauen wir, was wir da kriegen. Was kriegen wir? Der imperiale Offizier hat ihr ein Relikt versteckt. Boah, schon der Expert. Des Imperators erlangt. Oder EPR. Ihre Täuschung machte sie leichtsinnig. Geheimnis? Ja und? Ein Relikt versteckt hat. Gunst des Imperators gewinnen wollte. Diese Irrglaube macht es sehr leichtsinnig. Nur nichts sonst gekriegt? Nein, nein, nichts überladen. Komm, bitte. Komm zu mir. Komm. Bitte, komm. Ah, ist schon wieder da. So, aber jetzt machen wir wirklich Schluss. Bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Tschüss, pfiat euch, baba. Bis zum nächsten Mal. Lasst eine Bewertung da. Tschüss, pfiat euch. Ich bin raus.